Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute unterwegs und müssen ein paar Besorgungen machen und sind jetzt bei Best Way bei uns in Al-Khaya gelandet und filmen so ein bisschen die Preise, zeigen euch so ein bisschen, was das für ein Laden ist, die vielleicht nach etwas Besonderem suchen und das bei uns im Video sehen sollten. Könnte vielleicht für euch eine Hilfe sein. Let's go, wir gehen einmal rein. Hier schon mal ganz gut eine Rampe für Kinderwagen. Da sind wir, sind ja immer gut bestückt. Hier ist auch ein Automat, sehe ich gerade, zum Geld abheben oder wechseln. Diejenigen, die von euch Gelüste verspüren nach deutschen Produkten, Kinderschokolade, Rushi, was gibt es hier noch? Kinder Bueno. Das sind Kinderüberraschungsei, also könnt ihr mal gucken. Könnt ihr euch hier gönnen. Also eine kleine Packung, 1 Euro. Zu dem aktuellen Kurs. Lila, jetzt nicht laufen, Mausi, guck mal. Die Gänge sind hier so klein, beziehungsweise so eng. Hier laufen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal klar denken, was wir überhaupt wollten. So Leute, also man hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Auswahl hier an Marmeladen, an Honig, an Halawa. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo Ivan hin ist. Ne, Lolli nehmen wir jetzt erstmal nicht. Ila, ihr könnt euch gleich was anderes aussuchen, okay? So, da oben sind auch, ich denke mal, alles Sachen für Haushalt. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch hoch. So. Ja, Leute, das ist so vorgestellt, ich kann gar nicht richtig sehen, was es alles gibt. So, wir gucken mal, ob es einen Fahrstuhl gibt für uns, dass wir nach oben kommen. Gibt es einen Fahrstuhl? Nee. Gibt es keinen Fahrstuhl? Dann müssen wir die Kinderwagen unten lassen. Aber sind Pampis nur so dann oben? Ja, schon, weil hier haben wir... So, meine Lieben, also wir konnten eigentlich nur ganz kurz durchwurschteln da unten, weil es mit dem Kinderwagen echt nicht so einfach ist. Aber wir gucken jetzt mal hier oben. So, da sind wir. Und hier gibt es jetzt Seife, Waschmittel, Pampers, alles was wir gerade brauchen. So, Pampers sind hier, ne? Waschmittel ist da. Dann haben wir alles. Hast du die beiden im Blick? So, das sind die Preise. Persil gibt es hier. So. Wie gesagt, aktuell ist der Kurs bei 53. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen durchgeguckt. Das, was wir brauchten, habe ich alles gefunden. So Glasreiniger und sowas, 49 Pfund, also ein bisschen weniger als 1 Euro. Dann gibt es hier ganz viele verschiedene Fresh-Düfte für Polstermöbel, Bürsten. Ich werde euch jetzt nicht alle Preise abfilmen, weil das ist extrem viel Zeit in Anspruch nehmen würde, aber ihr seht hier, es gibt sehr viel Auswahl, also hier gegen Ungeziefer, gegen Mücken gibt es hier einiges, dann für die Toilette gibt es hier eigentlich auch alles, also auch so wie im Gommler Market, nur halt bei uns hier in der Nähe, das ist ganz gut, denn damit wir nicht so weit eiern müssen. Miron kommt auch auf seine Kosten und du kannst mir den Ball zeigen, natürlich, wer ist das Miron? Der ägyptische Superman? Wow! Ja, da ist ein S. Mir fehlt jetzt noch Seife und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchten. Chipsy wollten die haben noch. Ja, ihr seht hier Alufolie, Backpapier. Was gibt's hier noch? Schwämme. Ila ist hier schon, das ist Ilas Lieblingsbeschäftigung, genau. Und dann sind wir jetzt mit dem Auto richtig, also wir sind mit dem Uber hergekommen, aber zurück wollten wir eigentlich dann spazieren. Das könnten wir so ein Ding eigentlich mitnehmen, das ist praktisch, ne? Aber wir haben ja jetzt unseren Sauger mit. Leute, wir haben unseren Handstaubsauger oder wie einen Akkusauger haben wir aus Deutschland mitgebracht, weil dadurch, dass wir direkt ja jetzt am Strand die Wohnung haben, wir haben immer alles voller Sand, den ganzen Tag und
Ich bin so glücklich, dass wir den mitgebracht haben, weil ja, man ist den ganzen Tag nur sonst beschäftigt, irgendwie durchzufegen oder zu feudeln. Ja, Mülleimer gibt es hier, 400 noch was Pfund. Hast du irgendwas Außergewöhnliches noch gesehen? Leute, Bikes gibt es hier. Die haben hier sogar noch Fahrräder. Falls ihr nach einem Fahrrad sucht in Ägypten, dann das ist jetzt hier so Heimwerkszeugs, also Glühbirnen, Mehrfachstecker, irgendwelche Kleber, Silikon. Oh mein Gott, Ivan wollte hier Silikon haben. Da, ich hab's. Die Frage ist, was kostet das gute Zeug? Weil, ja, wir wollten es aus Deutschland hierher schleppen, brauchen wir nicht. Und ich wollte so ein Abklebeband, weil bei uns die Tür unten, da ist einfach viel zu großer Schlitz zum Flur, Gemeinschaftsflur. Und da kommt immer irgendwelche Sand, kommen so, ach, ihr wisst schon, kommt Dingstens rein. Zum einen Luft und zum anderen, wie nennt man das denn? So Fusel. Also kein Sand oder so, aber so Fusel. So dieses, was da rumfliegt immer im Flur, wenn schlecht gefeudelt wurde. Sowas. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das ist so eine Abdichtleiste. Die brauchen wir noch. Dann brauchen wir die aus Deutschland nicht herbringen. Kann man hier alles besorgen. Ja. Zangen. Was haben wir hier noch? Für Tiere. Tierfutter haben wir. Katzenfutter, Hundefutter. Was ist hier? Tierspielzeug. Ja, Kunstblumen, Kerzen. Das ist ja hier Deko-Bereich, ne? So, Deko-Bereich, dann habe ich auf jeden Fall hier unendlich viel Decken, Kissen. Oh mein Gott, Leute, wir brauchen Kissen. Wir brauchen Kissen. Ich sag's euch, die Kissen, die wir aktuell haben, die sind nicht so geil. Gucken wir mal, was hier so gibt. Kann ich euch mal sagen, was die auch kosten, wenn ich selber sehen würde. Hallo. Ich überlege, ob wir aus Deutschland welche mitbringen. Solche, die man schon zu Hause hat und einfach kennt. Bei Kissen, das ist unheimlich wichtig, ne? Wisst ihr doch, oder? Hast du da auch Handschellen gefunden? Ja, Quietscheentchen. Nee, Seife habe ich noch nicht. Oh. Nee, nur eine Figur nur, hat er gesagt. Ne? Ja, siehst du, Schatz, also gibt's hier alles. Weil Ivan hat von außen den Laden gesehen und meinte so, was ist das denn für ein Laden? Weil er dachte, da ist nur eine Etage und nur Lebensmittel. Aber der ist hier, ja, Skateboards, auch Leute. Das nimmt hier kein Ende. So Weightboards, Schwimmbrillen, alles Mögliche, ich sag's euch. Kinderspielsachen, Kostüme, Kerzen, Luftballons. So. Was? Nur eine. Hilal sucht sich wieder einen Ball aus. Ey, Leute, wisst nicht, wie viele Bälle er zu Hause hat. In Deutschland hat er ungefähr 20 Bälle zu Hause, woher auch immer die kommen. Und jetzt haben wir schon in Ägypten 3, jetzt will er noch einen. Ah, hast du schon wieder einen Ball? Du hast auch denselben in grün, jetzt hier in Ägypten. Rucksäcke, Schuhe, Flipflops, Chips. Ja, und das ist alles Hauswaren, Tupperdosen, Schneidebretter. Ja, Leute, es nimmt kein Ende, ich sag's euch. Was haben wir hier noch? Gläser. Ach, wirklich sehr schöne Sachen. Also wenn ich mehr Zeit habe, komme ich hier auch mal vorbei ohne die Jungs. Weil jetzt ist es mit den Jungs nicht so, kann ich nicht so rumschlendern und überlegen, ob wir tatsächlich etwas brauchen oder eben nicht. Oder ob das nur so ein unnötiger Kauf ist. Pfannen,
Also da hinten habe ich auch Mikrowellen gesehen, auch hier so große Töpfe, Glasschälchen, Tellersets, alles. Ach, die haben hier wirklich alles. Also wenn ihr nach etwas sucht, so Küchenutensilien, Zeugs, alles, guck mal. Also ich habe schon alles vorher besorgt bei Gommler, bevor wir eingezogen sind, weil ich wusste gar nicht, dass es diesen Best Way hier gibt. Aber ja, sonst kann man auch hier gut einkaufen. Und das ist bei uns wirklich ein Katzensprung entfernt. Also jeder, der im Raum Alafaya irgendwo wohnt oder vorhat, umzuziehen, auszuwandern, wie auch immer, der ist hier richtig. So, und ja, ich bin jetzt wieder in diesem Gang gelandet. Waterproof Mattress Protector. Oh, das brauchen wir auch für die Kids, ne? Ich bin jetzt wieder bei den Kissen gelandet. Schatz, das muss ich Eva mal fragen. Was hältst du denn davon, dass wir jetzt, was hältst du davon, wenn wir jetzt neue Kissen mitnehmen? Was Kissen. Kissen? Ja. Ein sehr freundlicher Mitarbeiter. Assalamu alaikum, amle. Gute Tamam. Darf er den mitnehmen? Das ist mir egal. Der kostet genauso viel wie der Superman. Ja, das ist mir egal. So, also Leute, wir haben zwei Kissen noch ausgesucht. Die nehmen wir mit. Ila ist schon. Ila, stopp, warte kurz. Die Kissen kosten 210 Pfund. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich glaube, ich werde trotzdem noch welche aus Deutschland mitbringen, aber wir sind jetzt noch ein paar Tage hier. Deswegen ist es wichtig, dass wir einigermaßen gute Kissen haben. So, 210 Pfund, das ist, ach Leute, nicht der Rede wert. Seife. So, ich muss jetzt nochmal eben Seife. Achso, hier Sonnencreme, das wollte ich euch sagen. Bringt jemand aus Deutschland mit, ist echt richtig teuer, muss ich sagen. Also vor allem, ich habe meine Lieblingssonnencreme aus Deutschland. So, Schatz, wo hast du nochmal die Seife gesehen? Ist das hier die Seife? Wo? Hier. Nee, das ist Duschen. Das ist Seife, ja? Ja, dann nehmen wir die jetzt einfach mit. Achso, hier ist doch Handseife, da. Das ist etwas, was... Jungs, bleibt ihr bitte hier? Irgendwas, was gut riecht. Wollen Malinka. Das ist Himbeeren. Himbeeren? Ja. Preise stehen eigentlich... Also guck mal hier, Head & Shoulders, das kennt ihr doch aus Deutschland. So eine große 150, 30 Euro. So, ist jemand hingeknallt? Nein. Okay, also unsere Jungs sind auf jeden Fall... Die fühlen sich überall wie zu Hause, Leute. Also, ne? Unsere Zuschauer sagen ja auch oft, die wollen sich mit uns treffen. Ich weiß nicht, ob man sich das antun kann. Ja, ich weiß auch nicht, ob ihr euch das antun wollt, aber wir lieben sie so, wie sie sind. Aber wisst ihr, ne, Fremde kommen da auch nicht immer ganz klar mit. Kommt jetzt. Weil sie sind sehr aktiv, sehr aktiv. Die sind wie arabische Kinder. Selbst ein arabisches Kind hat heute zu Miron gesagt, der konnte richtig gut Deutsch sprechen. Er sagt, er ist aber sehr aktiv. Nee, was hat er gesagt? Er ist aber sehr, sehr wild. Ja, ich musste echt so lachen. Ein ägyptisches Kind, was... Haben wir jetzt alles? Vielleicht so eine Bürste, so eine Waschbürste. Oh, Toilettenbürste. Toilettenbürste, ja, genau. Leute, wir haben keine Toilettenbürste. Oh my goodness. Gut, dass du es gesagt hast. Wo findet man sowas? Eli! Meinst du, wir finden ihn wieder? Eli! Jetzt bin ich bestimmt bei den Bällen wieder. Okay. Hallo, hat sich versteckt. Ila, wir müssen eine Toilettenbürste suchen. Bleib mal bitte hier. Leute, wir sind wie die Hempels. Wie die Hempels sind wir unterwegs. Aber der Verkäufer, der spricht bloß. Er schaut da unten. Da. Der Verkäufer spricht auch Russisch. Ist mir egal, Hauptsache, die erfüllt ihren Nutzen. Ich hoffe, ruhig. So, Leute, also ihr habt jetzt gesehen, Zewa, Klopapier, och, alles. Ihr findet hier eigentlich wirklich alles. Selbst der Polsterreiniger, Finish für die Spülmaschine. Das sind Sechser, Pampis. Wir kennen den Preis nicht, ich habe den jetzt nicht gesehen, aber ist egal, wir brauchen eh welche. So, Sonnenbrillen, Weitsichtbrillen.
Hier Bügeleisen, das sollte ich euch noch filmen. Mikrowellen, Wasserkocher. Mit Wunder, ne? Genau, habe ich auch schon gesagt, ja. Nur halt bei uns hier in der Gegend, ne? Dass man nicht von hier aus immer zu Gommler fahren muss. Wasserkocher, Kaffeekocher, alles, was ihr wollt. So, kein Problem, aber dann gibt es auch keine Weinereien gleich. Heute hier unten ist ein bisschen mehr los, deswegen muss ich mal gucken, ob ich das jetzt fülle. Eine vernünftige Tüte. Haben wir die mit? Leute, Obst und Gemüse ist hier jetzt noch. Ila, komm mal bitte hierher. Paprika, Avocado, Mango. Tja, bestellen wir vielleicht für morgen Obst noch? Ja, bitte. Bitte. Da ist Eis, Schatz. Eis. Ja, für jemanden. Soll er sich aussuchen? So, und hier gibt es noch Kuchen und Eis. Ida, wo bist du? Und was gibt es hier noch? Und hier gibt es noch Brot, Aufstriche und eine Fleischtheke. So, ich bin durch. Aber das war jetzt wirklich Kurzformat, weil die Kids einfach jetzt auch los wollen. Mal ganz schnell für euch. Also wenn ihr was braucht, kommt her. Best Way in Alachea. Wir sind jetzt draußen. Erzählen euch mal eben ganz kurz, wie viel wir bezahlt haben. Also, wir haben zwei Kissen gekauft. Wir haben eine große Packung Pampi gekauft. Wir haben einen Ball gekauft. Miron hat einen Superman bekommen. Ein Eis. Hygienemittel für die Toilette, also Toilettending, dann Chlor, Waschmittel, Seife, Klobürste. So, was habe ich vergessen? Ein Apfel. Ein Lolli. Ein Lolli. Wie konnten wir das vergessen? Das war das größte Drama ever. Ja, und that's it. Und haben 1400 Pfund bezahlt, ne? Das sind Preis, wie wir heute Sushi für 1400 Pfund gegessen. Wie man vergleicht. Und ja, jetzt haben wir eingekauft. Das sind etwas über 25 Euro, glaube ich, ne? Wenn ich das jetzt richtig so im Kopf habe. Ja, und jetzt sind wir von Best Way. Also Best Way ist jetzt da hinten. Laufen wir jetzt einfach runter zu den Restaurants da hinten, Grillhaus, Fischhaus, Grillhaus. Und wenn man da komplett einmal geradeaus durchläuft, so ein Kilometer, eineinhalb, dann ist man auch schon bei uns an der Wohnung, genau. Ja, also wir haben jetzt alles, glaube ich, besorgt, was wir besorgen wollten. Obst und Gemüse haben wir jetzt nicht gekauft, aber das lassen wir uns liefern. Da werden wir ein ausführliches Video nochmal dazu, wie man bei 8 Orders ja, Obst und Gemüse nach Hause bestellen kann. Ja, und Ivan hat dann auch gleich dort Geld gewechselt bei Best Way, beim Automaten. Das ging auch alles reibungslos, auch auf Englisch. Manche Geldautomaten, das steht alles auf Arabisch. Da muss man dann so sich das so einfach vorstellen, als ob man das versteht. Ja, und wir gehen jetzt uns frisch gepresste Säfte noch holen und setzen uns noch mal kurz ins Restaurant. Die Kinder können da spielen und wir genießen noch ein bisschen das Wetter. Und oh wow, der leuchtet auch noch. Oh, der hat, ja wow, wie cool ist das denn? Ja, Leute, wir machen jetzt erstmal mit diesem Video Schluss und hoffen, dass wir euch vielleicht ein bisschen damit helfen konnten für den einen oder anderen, wenn ihr irgendwelche Sachen besorgen müsst, die ihr in anderen Läden nicht findet. Bei Best Way gibt's das. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Nice Job, Ivan, Miron und der kleine Ida. Tschüss.